Ich würde mal. Oh, es geht direkt los. Ich wollte gerade sagen, damit herzlich willkommen zu Let's Play Depraved. Ja, die letzte Aufnahme ein bisschen her. Da sind Teile im Angebot. Das finde ich super. Da kauften sie Wasser. Das finde ich auch gut. Okay, Wasser kann ich verkaufen. Wasser habe ich auch massig. Ich würde gerade mal sagen, dass wir das jetzt direkt mal loswerden. Denn irgendwer kann da ja gerade richtig Geld machen. Nämlich ich. Und im Nachhinein Wasser verkaufen und dann kaufen wir uns Teile. Alles wird so super. Und es regnet. Wie schön und gucke ich mir gleich an. Mal schauen. Wahrscheinlich waren das nur diese paar Steine. Ja, die sind jetzt weg. Verzieh dich, verzieh dich, verzieh dich. So. Haben wir geregelt. Oh, guck mal, wie viel Geld wir mittlerweile schon haben. So, ein paar Eisenteile nehme ich natürlich auch mit. Da sage ich nicht nein. Oh ja, richtig. Ich erinnere mich, wir hatten ja die Sache mit den Brettern und dem Feuerholz. Die wollten ja dann plötzlich nicht mehr. Aber wenn hier nochmal Bretter verlangt werden, dann bin ich reich. Das Pferd. Das finde ich noch ein bisschen doof, dass die selbstständig die Pferde holen. Das hatten sie eigentlich früher gemacht. Mittlerweile machen sie es nicht mehr. So, der Wasserturm wird geleert. Ebenso der. Denn wir wollen massig Geld einnehmen. Da oben könnte ich Brote verkaufen. Vielleicht mache ich das demnächst. Meine, da habe ich auch viel zu viele. Aber Holz verkaufen wäre viel effizienter. Wie sieht das eigentlich aus? Ja, so schnell wird uns das Wasser nicht ausgehen. Vielleicht verkaufe ich auch Brote da oben. Was gibt es hier für Brot? 12. Das heißt, ich kriege da wahrscheinlich 24 für, oder? Vielleicht verkaufe ich erst ein paar Brote. So schnell ist der Monat nicht vorbei. Wir machen jetzt erstmal richtig fettes Geld. Und dann schauen wir weiter. Nee, bestimmt nicht das. Gucke ich mir gleich an. Erst verkaufen wir das Wasser und dann verkaufe ich euch die Brote da oben. Und dann würde ich gleich mal sagen, machen wir uns auf den Weg, die nächste Stadt zu errichten. Also hier in dem Bereich wäre tatsächlich ganz gut möglich. Stein haben wir massig.
Überlege ich mir noch. Erstmal versuchen wir hier handelsmäßig gut vor. Oh, jetzt kaufen sie nichts mehr. Sind sie soweit voll, wie es scheint? Oh, das nenne ich doch mal einen vernünftigen Handel. Mann, ich habe fast keinen Platz mehr für irgendwas. Ach ja, da war ja noch was. Du hast nichts mehr zu tun, gut. Guck mal dahin. Sehr schön. Und jetzt fangen wir an mit Unhälter, vielleicht nicht. Da ist das Brot. Oh, du schaffst das schon. Habe ich eigentlich noch die... Nee, habe ich nicht. Alle Zinsen zurückgezahlt. Hier läuft's. Hier läuft's auch. Was haben wir denn jetzt? Sommer. Ich überlege gerade, ob ich eine neue Stadt errichte da oben schon. Trockene Brote. Ja, die werden euch schmecken. $1,100. Mit überschüssigen Waren gemacht. Soll jetzt erstmal reichen. Ich hoffe ja drauf, dass ich demnächst Holz verkaufen kann. Ja, Holz läuft gerade ein bisschen arg hier. Vielleicht mache ich da drüben dann auch einfach keine Holzproduktion. Denn ich könnte wirklich... Ich brauche ja eigentlich nur ein Lager. Was sind so? Ganz kurz können wir ja vielleicht mal kurz runtergehen. Wo war denn jetzt das blöde Lager? Wenn wir das Lager hinkriegen, kann ich den Rest dann tatsächlich einliefern. Das scheint aber kein Problem zu sein, dass ich das gebaut habe. Oh, okay, ein einzelner Jäger. Ja, von mir aus. Takim könnte sauer werden. Muss aber nicht. Natoma. Ja, klingt gar nicht so schlecht. Und wo kommst du erst? Natoma! Ne, das wird jetzt abgegradet direkt. Bevor wir irgendwas machen. Da muss ich halt alles hier händisch erstmal herkarren. Das macht aber überhaupt nichts. Ich habe ja Holz ohne Ende. Ja, ich kümmere mich ja bald drum. Sind erstmal die wichtigsten Sachen hier dran, ja?
Du bist mal mit Baumeister. Wie gesagt, ich werde einfach mal keine Holzproduktion machen. Das kann alles hier mit drüber laufen. Ich brauche ja nicht noch mehr Bretter produzieren. Was ist denn dein Problem? Ja, Wasser holen musst du dir selber. Du Depp. So. Was ich hier gerne hinbauen würde, die Feuerwache direkt nebenan. Weil die ist ein wichtiges Gebäude. Dann komme ich jetzt am besten mit. Und vielleicht noch den Stall. Ja, kommt alles. Ah, ich hätte vielleicht den Regen abwarten sollen. Wo ist der Doktor? Den Friedhof brauchen wir noch nicht. Hier. Ja, jetzt haben sie alle Fieber. Brauchen Stein und Metallteile. Ja, die werden noch eine Zeit lang aushalten. Okay, neue Sachen im Angebot. Der verkauft Waffen, das finde ich geil. Mais von mir aus. Okay, nichts, was ich gebrauchen kann. Müssen jetzt erstmal den Arzt fertig kriegen. Und dann bauen wir Häuser. Ja, ich weiß. Weißt du was, fahren wir hier hoch und wir holen uns mal die Waffen. Die können wir uns sogar leisten. Alle haben sie Fieber. Aber die halten noch eine Weile durch. Diese Stadt wird übrigens nur aus Pionieren bestehen. Baut natürlich trotzdem das hier. Kommt, ihr habt alles. Ja, den geht's nicht so gut. Naja. Dann hol dir doch Wasser, du Depp. Ja, oder erstmal Frust kacken. Das hilft immer. Es ist doch Wasser da. Ja. Holt wirklich erst, wenn es nicht mehr anders geht. Ihr könntet jetzt auch zum
Wenn ihr den jetzt mal fertig baut, dann wäre es okay. Okay, die ist da. Der Doktor ist auch gleich fertig. Bringen wir euch gleich mal das Wichtigste. Waffen. Wäre es, wenn du mal Doktor wirst? Oder darf der Doktor nicht krank sein? Ist das so ein ungeschriebenes Gesetz? Hier so ein bisschen Platz. Ist jetzt endlich besetzt? Nö. Offenbar hat keiner Bock, den Job zu besetzen. Okay, ja, geht doch. Ah, eine Frau. Ich kaufe nichts von dir, du Bucherer. Gut. Ich glaube mal, sie hat sich schon selber verarztet. Gehen sie auch nach und nach alle dahin. Oh ja, ich habe schon gedacht, dass es langsam problematisch wird. $80. Sollten wir genug Geld haben. Hallo? Bringt den um? Tötet P.O.P.O. Der hat da nicht mal eine Waffe. Ach, die reparieren das tatsächlich. Dann die Baumeister auch endlich einen Sinn. Wie es aussieht, es sinkt seine Stimmung, weil er eine Waffe will. Hm. Komm, holen wir uns das ganze Holz erstmal raus. Wie gesagt, das hier werden alles Pioniere bleiben. Die werden nicht abgegradet. Oh, wie schade, ein Pferd wurde verkauft. Bewaffnet euch mal. Das heißt, ich brauche dann nur Fleisch und Feuerholz. Feuerholz kann ich von hier mitholen. Das ist gar kein Problem.
Ach, und Kleidung. Ja, Kleidung wird noch benötigt. Ah, das ist ja ein anfallendes Nebenprodukt von Fleisch. Okay, sie haben uns ordentlich was verkauft. Dann kommt mal der Fleischzug. Der Fleischexpress. Stein? Nee. Was könnte ich noch gebrauchen? Vielleicht ein bisschen Holz. Was? Warum kann es aufgewertet werden? Ich habe doch gar nicht das Zeug, was ich brauche. Ich will nicht, dass es aufgewertet wird. Warum überhaupt? Ich habe doch gar nicht alles. Die haben keinen Zugang zu Fleisch. Keinen Zugang zu bestimmten Sachen. Oh, das wird dauern, bis ich das leer hab. Wird schon noch. Was zu essen habt ihr? Um Wasser wird sich bald gekümmert, wenn wir hier dran sind. Es werden immer mehr. Na warte, sobald ich Kaufleute hab. Keine Ahnung, kann erstmal so bleiben. Oh ja, Toiletten fehlen hier noch. Soll jetzt erstmal für den Anfang reichen, eine? Naja, 10.000 habe ich noch nicht ganz. Ihr seid echt schnell. Also ein Träger könnt ihr relativ schnell Abhilfe schaffen, finde ich. Zack, 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 zack. Ist nur so eine fixe Idee von mir. Naja, sobald ich genug Geld habe. Ihr habt noch nichts Neues im Angebot, oder? Doch! Fleisch und Stoff. Was ist hier? Kartoffeln, Stoff und Kleidung. Alles nichts, was ich will. Ach ja, du solltest ja hier die ganzen Wälder abholzen. Jetzt fällt's mir wieder ein. Kann man das nicht irgendwie ausmachen? Hm. Ich lasse dich auf jeden Fall auf Pionierstatus. Hoku sind sauer. Okay, Tain kann uns eh nicht leiden.
Sind wir schon am Wasser angekommen? Sehr schön. Gibt's hier irgendwo Fisch? Oder ist Fisch jetzt eine endlose Ressource geworden? Okay, ein Schwarm. Stromschnellen? Sind hier irgendwo Schwärme? Tja, ich weiß, die gab's früher. Okay, egal. Ich sehen. Das Ding will ich unbedingt mal sehen. Dann hätte ich auch die Wasserquelle hier, hätte ich auch Wasserprobleme hier erstmal erledigt. Ist so gut wie erledigt. Essen haben wir, dann fehlt bloß noch ein bisschen Kleidung. Die Stadt wächst auf jeden Fall hier. Das Fleisch lassen wir mal so, wie es ist. Jetzt habe ich schon. Es wird immer mehr Holz, sehe ich gerade. Ich werde mir mal ein bisschen was. Werde mal ein bisschen was davon entledigen. Da ist schon ein bisschen viel mittlerweile. Solche Sachen zu verkaufen finde ich immer toll. Nachwachsende Rohstoffe finde ich gut. Das ist jetzt zwar nicht die Welt, aber das Lager ist wieder ein bisschen leer. Vielleicht doch nur noch zweimal. Ah ja, das. Wenn sie nicht so viel zu tun haben, dann läuft's auch. Apropos laufen. Jetzt will ich das Ding mal im Ganzen sehen. Finde ich eigentlich gar nicht so uncool. Wäre natürlich besser, wenn ich hier auch Mehl mahlen könnte. Warum haben die hier vielleicht Ersatzteile? Sofern der Fluss nicht versiegt, was hier nicht passiert. Wow, geht das schnell. Und das Ding kostet gerade mal 30 Dollar, also ich glaube, das ist deutlich effizienter als die Brunnen. Die sind sehr schnell hier. Toll, da kommt gleich mit Fieber an. Habe ich jetzt leider noch nicht. Dass sich da auch keiner drum schert.